Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Earth. Und nachdem wir in den letzten Folgen hier unten die Rebellen erfolgreich ausradiert haben, ja, es war eine Qual, geht's endlich weiter. Wir haben uns zuletzt der Ukraine gewidmet, es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Und ja, ich habe in den Kommentaren gelesen, vielen Dank dafür, wir hätten auch, also am besten wäre es eigentlich gewesen, dass wir für die ganze Sache Bomber hätten verwendet, also für die ganzen Rebellen. Aber wir haben es ja dann mit Panzern gelöst und ich bin jetzt gerade auch noch... Kann ich helfen? Kann ich Ihnen helfen? Noch nicht wieder ganz drin. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, die Ukraine, das weiß ich noch. Wie viele Bürger haben wir hier? Fertig. Gut. Mehrere. Wir können Kapitole, könnten wir tatsächlich fertig hinstellen. Wo bauen wir denn aktuell? Ach so, gar nicht. Toll. Ich wollte Stein abbauen. Und ich glaube... Was ist los? Geht ja gleich wieder Action. Ach schön. Ich warte. Hier steht noch ein Panzer von uns. Euer Befehl. Der soll mal machen. Ukrainischer Panzer ist ein bisschen aufgewertet. Die fahren hier natürlich jetzt rum. Fertig. Und wollen auch so ein Stück weit mal gucken, was hier abgeht. Wir könnten unsere ganzen Stadtzentren mal zu Kapitolen aufwerten. Das würde uns natürlich den Ressourcenbonus bringen. Ich habe es auch über die letzten Folgen immer wieder versprochen. Ich habe es aber schlicht immer wieder verpennt. Und Sir, weil gerade hier so ein paar schöne Roboter kommen. In den Kommentaren habe ich gelesen, dass die Schwarzhemden tatsächlich... Wir werden angegriffen. ...der Schlüssel gegen die ganzen Roboter sind. Siehe da. Das war's mit unserem Panzer. Müssen wir eben welche ausbilden. Jetzt habe ich erstmal 6 Leute, die da hinten an den Stein gehen sollten. Ich schicke euch mal ein bisschen Geleitschutz mit dazu, weil da hinten diese ganzen Robos noch waren. Ja, 2 der 3 Kapitole, ne? Wir sind ja dran. Was ist denn hier drüben los? Das war eine Luftabwehr. Finde ich nicht so toll. Stellen wir sie gleich wieder hin. Hier drüben sind bestimmt die Robos. Ach nein. Ein Panzerabwehrgeschütz. Haben wir noch Panzer in der Pipeline? Nee, haben wir gerade nicht. Können wir auch gerade nicht hinstellen. Finde ich jetzt nicht so dolle. Ach so, weil wir die Schwarzhänden ausgebildet haben. Dann schieß mal schön drauf. Mach mal. Viel Spaß. Wir ziehen jetzt mal hier rüber. Und versuchen mal ein bisschen Stein wieder abzubauen. Ja, na haut doch drauf auf die Siedlung. Ist in Ordnung. Wenn es unbedingt für euch was bringt, ist okay. So, was war denn hier oben los? Ach so, die Basis war ja völlig zerstört. Ja, das können wir vergessen. Die ist weg. Ist nicht weiter wild. Kann ich helfen? So, ich brauche... Ja, siehst du, da wird geschossen. Ach so, nee, das war ein Silo. Ihr schießt auf ein einfaches Silo, ehrlich. Oh Mann, seid ihr langweilig. Wir brauchen... Hier sind die Schwarzhemden. Ah, da kommen sie ja schon. Für das Vaterland. Hier werden wir mal ein bisschen vorrücken. Für das Volk. Dass wir die Robos vielleicht ein bisschen abfangen. Wir werden angegriffen. Ja, beschossen werden sie von unserem Turm. Sie kriegen auch saftig Schaden tatsächlich. So, aufgepasst, bitte. Denn da sind Roboter im Anmarsch. Wir werden angegriffen. Ist gerade wieder mal nicht sehr gut mit dem Schneiden. Ich hasse diese Feuer. Habe ich das schon erwähnt? Ich hasse sie. Ihr könnt doch nicht schon wieder meine Bürger abschießen. Meine Güte. Das ist doch nicht euer Ernst. So, Wachposten ist weg. Sehr schön, aber wir brauchen noch... Wir werden angegriffen. ...nochmal 2 Bürger. Da oben ist schon wieder Action. Was ist denn da auf See los? Ach, da wird geschossen. Ja, und wieder mal... Die Bürgerin ist weg. Toll. Finde ich ja wieder ganz klasse. Es geht schon wieder gut los heute. So, die Panzer geben dort Geleitschutz. Ich hoffe, dass ich dort alsbald einen Turm hinstellen kann. Zumindest 2. Fertig. Hier ist noch eine Bürgerin, die Gold abgebaut hat. Haben wir denn noch Stein irgendwo? Da hinten haben wir noch Stein. Da hätte ich gern noch ein paar Bürger. Schwarzhemden haben wir zumindest jetzt bereit. Ja, theoretisch bräuchte es eine Mauer. Ne? Wir haben zuletzt eine Mauer hingestellt.
Wir könnten das Spionagehauptquartier irgendwann mal bauen, aber dazu brauchen wir einen Haufen Stein, den wir gerade schlicht nicht haben. Ja, und jetzt habt ihr es wohl geschafft. Na, herzlichen Glückwunsch, Gelb. Na gut, ich habe den ja schon hier oben auch schon ordentliches einiges weggeräumt. So, die zwei Bürger, sind die da? Ja, sehr gut. Ich brauche wieder zwei Luftab... Na, ich brauche eigentlich drei. Dass ihr die wieder hier hinstellen könnt. Du bleibst mal bitte hier in Reichweite der Türme, falls irgendwas passiert. So, das Kriegsschiff mal ein Stück vor. Was ist jetzt hier drüben los? Oh, da hat ein Bomber sich mal wieder fallen lassen. Und hier sind Hubschrauber. Und schon wieder... Nein, nicht... Diese Furien sind echt übel. Also so richtig, richtig übel. Was das angeht. Unverzüglich. Kann ich Ihnen helfen? Also da kannst du echt... Wahnsinn. Da kannst du machen, was du willst. Das ist... Wir werden angegriffen. Unsagbar, was die da an Schaden auch raushauen, während die explodieren. Was ist hier unten? Ach, hier kommt der nächste Robo-Angriff. Ja, schön für euch, aber... Nicht mit den Schwarzhemden, die ich noch gar nicht mal aufgewertet habe. So, haut mal raus den Schaden. Ach, eine Artillerie. Ich brauche mal die Panzer. Ich brauche die Panzer zurück. Ich brauche die Panzer. Ganz schnell. Ich brauche die Panzer. Ja, die Schwarzhemden machen das irgendwie, aber wir müssen ja die Artillerie noch raushauen. Kommt mal bitte angefahren. Ah, da killt's die Schwarzhemden. Ganz latent. Wo ist denn nun diese Artillerie? Da unten. Zwei. Ich würde sagen, geht mal an den Panzer vorbei. Ich möchte jetzt nicht, dass die Türme da kaputt gehen. Haut die Artillerien raus. Und das schnell. Okay. Ja, da hat natürlich... die nochmal getroffen. Oh, der Turm ist eingestürzt. Schön, die ganzen Bürger, die da Eisen abgebaut haben, sind jetzt auch tot. Gregor wird mal wieder angegriffen. Ganz toll. Die Panzer, die da drüben standen, kriegen auch noch was ab. Also, boah. So, ihr fünf könnt jetzt gleich wieder Eisen abbauen. Wir sind nur am... Bürger nachproduzieren. Vielleicht ist es auch clever, wenn wir hier parallel mal noch ein bisschen ein paar Bürger mit hinstellen. Da wird schon wieder geschossen, habe ich schon wieder mitbekommen, aber von wo? Wir werden angegriffen. Da drüben ist ein Panzer, ja gut. Der Panzer soll mal machen. Kann ich Ihnen helfen? Oh, hier sind die ganzen Leute, die Eisen abgebaut haben. Ich brauche jetzt dann doch nicht so viel. Gut. Aber ihr drei könnt ja mal gleich bevölkern. Fertig. Und kann ich helfen? Du kannst bitte mal schnell dahin gehen. Kann ich Ihnen helfen? Dann bevölkern wir das zumindest zu ein paar Kapitolen. Wie sieht's wir denn beim... angegriffen. Natürlich. Ach, der Stein ist abgebaut. Flieht mal dahin. Versucht's mal. Wenn die Furien nicht jetzt direkt zuschlagen und eher unsere Siedlung... Nein, sie greifen nicht die Siedlung an. Sie tun mir nicht den Gefallen. Unverzüglich. Ich baue aber mal noch einen Turm hier hin. Gut. Hoffentlich schnell genug. Fertig. Ja, da kam schon die erste Rakete geflogen. Unverzüglich. Vielleicht kann ich ja... Nee, das ist... Das ist schier sinnlos. Ach, der Turm da unten war ja auch weg. Doof. Ja, unsere Bürger werden da jetzt etwas gejagt. Wie sieht's denn aus? 1200 Steine. Unverzüglich. Ist nicht sonderlich viel. Aber wir beschäftigen die mal damit kurz. Angegriffen. Während sich unsere Panzer mal in Stellung begeben. Euer Befehl. Wie sieht's denn aus? Da oben die fünf Panzer sind weg. Sind da. Sir, jawohl, Sir. Da? Da? Ja, sie sind da. Wie viel brauchen wir noch? Zwei fürs Kapitol. Bitte einmal bevölkern. Hier drüben bitte einmal bevölkern. Alles klar, ihr geht auch mal rein.
Dann ist das zumindest halbwegs geklärt, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. 11, 15, okay, es ist erledigt. Ihr zieht euch mal ein Stück zurück. Gut, fertig. Unverzüglich. Okay, also Bürger haben wir jetzt wieder. Wir haben jetzt ein paar Kapitole. Fertig, gut. Das ist jetzt zumindest der Anfang des Ganzen. Die haben anderweitig zu tun gehabt. Komm kurz der Autosave. Ihr fahrt mal kurz ein Stück hier hoch. So, wie machen wir das jetzt mit dem Stein? Das ist eine Frage, eine gute Frage. Wir müssen jetzt erst, ich muss sowieso erstmal wieder reinkommen. Es tut mir leid, dass es heute ein bisschen braucht, aber ich muss irgendwie einen Anfang finden heute. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es löse. Kann ich helfen? Ich versuche jetzt mal, das waren 1200 Steine da unten, ne? Unverzüglich. Ich versuche mal, die Bürger jetzt hier runter zu dem Stein zu bringen. Kann ich Ihnen helfen? Zumindest die paar, unter Hoffnung, dass die jetzt nicht in die Folien reinlaufen. Wir müssen jetzt irgendwie uns wieder halbwegs sichern. Die eine Bürgerin ist dort, die andere. Ach, die lebt fertig. Noch. Die andere lebt noch. Alles gut. Alles in Butter. So, wie sieht's denn auf See aus? Wir haben noch Kriegsschiffe. Und ich hätte gern noch Kriegsschiffe. Wir können auch Flugzeugträger mal wieder hinstellen, tatsächlich. Haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Ah, da rennen sie voll rein. In einen Haufen Fußsoldaten. Warum? Gut. Versuch mal, eine Siedlung hier hinzustellen. Du lenkst die mal ab. Gehen alle kaputt. Okay, also wir müssen uns irgendwie was ausdenken. Was das angeht. Zumindest hier unten. Das ist mir noch ein bisschen heikel. Tatsächlich. Wir werden angegriffen. Ja, was ist denn hier oben jetzt? Aha. Was war das? Ein Bomber oder wie? Unverzüglich. Wahrscheinlich ein Bomber, der da losgelegt hat. Flugzeugträger wird ausgebildet. Eisen habe ich jetzt gerade mal nicht so viel. Ach, hier kommen noch ein paar Panzer. Ja, die rennen in unsere anderen Türme. Alle Türme, die wir haben, wir werden angegriffen. Müssen jetzt irgendwie halten. Okay, sind weg. Und wir müssen eben jetzt mal einen Angriff hier vorbereiten, dass hier mal was vorangeht. Dass wir zumindest hier oben, wo ist dieses Kapitol? Das ist da oben. Ah, na jebi. Aber dass wir zumindest Gelb ein bisschen eindämmen. In seinen Bemühungen. Kreuzer bräuchten wir noch. Wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr, aber na gut. Da hinten kommen schon wieder Furien angelaufen. Wir werden angegriffen. Ja, das Schwarzhemd, das ist zwar sehr, sehr lieb, dass du da reingehst in die Aktion, aber es bringt dir nichts. Es bringt dir rein gar nichts. Wir werden angegriffen. Jetzt kommen die ganzen Folien angefahren. Ich wollte jetzt auch vorher entschärfen nach Möglichkeit. Sind das jetzt diese ganzen Fußsoldaten, die da unten irgendwo waren? Ich glaube nicht. Ach, da ist wieder ein Antipanzergeschütz. Das ist uncool. Haut's gleich raus. Haut's gleich raus. Kommt noch ein Panzer. Auch weg. Ja, vielleicht rollen die jetzt so an, dass wir zumindest eine Chance kriegen. Panzer werden hingestellt. Ich weiß, Schwarzhemden bräuchten wir. Stelle ich nochmal 5 hin. 5 ist natürlich sehr wenig. Aber gerade dahingehend besser als gar nichts. Da kommt noch was. Ja, die Türme werden halt echt maltretiert. Wir werden angegriffen. Was ist denn jetzt hier drüben los? Ach, eine Fregatte, die das mal freundlicherweise probiert. Haut sie mal raus. Wir werden mal hier ein bisschen Attacke machen. So, bitteschön. Ihr habt ein Ziel, ihr solltet es auf jeden Fall nutzen. Dass man mit den Kriegsschiffen hier vorankommt. Da ist unser Flugzeugträger. Bitte 5 von denen und dann erhöhen wir noch ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, das ist in Ordnung. Achso, der Kreuzer sollte vielleicht mal raus dort aus der Ja, weil da nämlich schon wieder Flugzeuge, Helikopter kommen. Ja, die Fregatte stört mich jetzt eher weniger.
können wir jetzt mal raushauen. So, der Kreuzer soll unbedingt probieren, dass das Ding rausgeht. Dass die ganzen Helis hier abgeschossen werden. Bitte, bitte, bitte. Halte durch. Nee, schafft er nicht. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Ja, lila. Ernsthaft. Muss ich jetzt noch Panzer zur Sicherung hier hochschicken? Muss ich das jetzt ernsthaft, nur weil ihr hier gerade mal die Lust habt anzukommen und zu sagen, jo, hab ich Lust? Will ich jetzt unbedingt kaputt haben? Das sind die ganzen Luftabwehren. Was soll denn das? Ich meine, Luftabwehr stört mich jetzt weniger. Ja, jetzt ist mal wieder ein ambitionierter Hubschrauberangriff. Also Lila hat gerade echt Lust drauf, uns kaputt zu machen. Lila ist dahingehend sowieso sehr engagiert. Habe ich das Gefühl, aber... Ist die Frage, reicht das auch? Oh, ich glaube, wir sollten mal mit den Kriegsschiffen zurück. Und wir haben keine Luftabwehr mehr. Wo ist der Kreuzer? Dort. Kreuzer vor. Und Luftabwehren. Brauchen wir jetzt dringend wieder. Unverzüglich. Gut. Ganz dringend, falls hier wieder so ein ambitionierter Hubschrauberangriff im Anmarsch ist. Kreuzer ist im Anmarsch, ja. Ach, und jetzt kommen hier noch so ein paar... Wie sieht's denn aus, Flugzeugträger? Ab geht's. Schick mal deine Flieger los. Ach, da ist der andere Kreuzer und das andere Kriegsschiff. Ah, das ist natürlich jetzt... Das stoppt ein bisschen unseren Angriff. Ist aber soweit in Ordnung. Kriegt man alles hin. So, Kriegsschiffe brauche ich noch. Oh, wir kriegen gerade so 5 Kriegsschiffe hin, weil wir kein Holz mehr haben. Wir haben kein Holz mehr. Jetzt weiß ich, warum da oben diese Siedlung stand ursprünglich, weil wir Holz gebraucht haben. Also bitte Leute, baut eine Siedlung hin. Ich schicke mal 2 Panzer da hoch kurz. Nur um mal zu schauen, ob da nicht irgendwas steht. Wie eine Furie oder was weiß ich. So, unsere Flieger sind vorhanden. Ich wollte gerade sagen, stopp und abbrechen. Kommt mal zurück, bitte. Hier, Brücke. Ich warte. Ach so, ihr... toll. Ja, macht mal. So, du baust die Luftabwehr. Der Turm hält. Die 2 Türme halten. Hier unten ist es noch ein bisschen dünn. Ach so, macht ihr das? Das ist ja nett. Ihr könntet ja tatsächlich mal versuchen, den Turm hier zu nehmen. Nein. Die Luftabwehr hier rauszunehmen. Denn das wäre vielleicht taktisch sehr, sehr klug. Ja, ihr macht nicht so viel Schaden an der Luftabwehr. Das reicht nicht ansatzweise. Lieber auf den Turm. Nee, die Jäger sind dafür nicht geeignet. Die Jäger sind dafür absolut gar nicht geeignet. Achso, jetzt habe ich die zurückgepfiffen. Kurs wird gesetzt. Sammelpunkt werden wir da drüben mal setzen, dass wir ein bisschen Lufthoheit hier noch haben. Ach, da kommt ein Panzer an. Eine Panzerabwehr und natürlich ein Helikopter, sodass es sich gleich richtig lohnt. Hatten wir nicht noch so ein... Ja, wir haben noch so einen Skywatcher hier. Wir werden angegriffen. Der Skywatcher soll mal da ein bisschen was machen. Was ist hier drüben? Ach, da kommt ein Panzer an. Das war ja lieblich. Der Angriff. So, Kriegsschiffe haben wir verfügbar. Das Kriegsschiff fährt mal hier runter. Die sind alle vollgeladen. Da kommt wieder ein sehr ambitionierter Hubschrauberangriff. Der aber gleich in keinem erstickt wird. Hoffentlich. Ah, es sind einige Hubschrauber. So, versucht mal bitte, ihr 3 Kriegsschiffe, den Turm hier zu erreichen. Ich hoffe, das klappt. Wie ich mir das vorstelle. Der hat ja schon Schaden gekriegt. Oh ja, das sitzt. Läuft. Läuft, sehr gut. Macht weiter so. Für den Hubschrauber holt er euch bitte noch. Sehr gut gemacht. Wo ist eigentlich das 3. Kriegsschiff? Ach so, das ist da unten. Hm. Das kam nicht weg. Ist okay. Wir fangen jetzt hier so langsam an. Die Ukraine ist vergleichsweise ruhig jetzt gerade. Ihr baut mal weiter Holz ab. Haben wir noch Bürger? Ja, wir haben noch welche. Aber wir brauchen noch welche, auf jeden Fall. Was ist jetzt hier los? Ach, hier kommt wieder ein Soldat angewatschelt und will mal auf dem Feld ein bisschen Ärger machen.
Gut. Schicken wir mal ein paar Panzer rüber. Euer Befehl? Da drüben ist nicht abgesichert, das ist richtig. Jetzt ist er in Reichweite von dem Turm. Ja, eh die Panzer da sind, ist Weihnachten vorbei. Und damit meine ich Weihnachten 2020.